Ja, wir sind jetzt wieder zurück hier im Let's Play Metin 2 und wir sind jetzt hier mal noch Map 1 bei den Weißen Eid Kommandantin und Weißen Eid Soldatin halt. Hier sind halt auch einige Agro-Mobs dabei und das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Habe ich die Effekte eigentlich ganz ausgeschaltet? Nee, okay, gut. Ja, den Mädchenstern. Den mache ich jetzt mal nicht, weil es dauert wahrscheinlich zu lang. Und ja, ich habe den Quest abgeschlossen. Den mit der Medizin war es, glaube ich. Ja, genau, da musste ich natürlich zum Wächter des Dämonenturms latschen in 24, ne, 20 Minuten, war es 20 Minuten? Ja, ich glaube 20 Minuten muss man da sein, um noch extra eine Belohnung zu bekommen, zusätzlich. Und das war nämlich hier, waren die goldverzierten Schuhe. Und ja, habe ich gedacht, wir haben keine Schuhe, deshalb mache ich es mal schnell, weil zusätzlich haben wir, glaube ich, nichts anderes bekommen. Ein bisschen mehr Geld vielleicht, bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, mehr Geld haben wir noch bekommen, aber ja. Dann habe ich noch den anderen Quest abgeschlossen. Und da haben wir eine neue Waffe bekommen. Aber es war halt wieder die Level 0er Waffe. Plus 5 haben wir sie direkt bekommen, deshalb habe ich jetzt eine noch auf Plus 6 gehabt. Aber ich will jetzt eigentlich kein Item dafür, kein Up-Item einsetzen, weil wir die für die höheren Waffen abbrauchen. Und ich hoffe immer noch, dass wir endlich mal eine höhere Waffe kriegen. Aber das gefühlt wird das nicht passieren, aber naja, wir haben auch den Auftragsquest jetzt abgeschlossen. Jetzt müssen wir oder was müssen wir nochmal killen? Genau, Hunger, weiß Tiger. Wahrscheinlich auch kein Problem mehr. Ja, das Murangfell, da habe ich halt erst einen gefunden. Das sind ja immer vor dem Portal und ja, sind dann ziemlich selten die Mobs. Hauptsache, wir leveln jetzt mal ein bisschen. Hier kriegt man schon eigentlich einigermaßen XP. Können wir mal weiter reingehen, hoffen, dass da ein paar mehr Agro-Mobs sind, weil ich will jetzt eigentlich nicht die einzeln umhauen. Ja, ein Level noch, dann können wir diese Schuhe anlegen. Aber Schuhe sind eigentlich schon ziemlich unnötig. Bringen die Ausdauer? Nein, nicht mal. Naja, was will man mehr? Hauptsache Schuhe. Stimmt, vielleicht könnte ich auf die Schuhe dann Bonis drauf machen. Weil Schuhe hatten ja eigentlich schon scheißegal, welches Level die haben. Aber Moment, nee, ja. Dann nehme ich, glaube auch erstmal die Lederstiefel, weil die haben immerhin standardmäßig Pfeildef drauf. Wobei, das könnten wir auch so drauf machen. Ach, schwierig. Moment. Welche Schuhe waren da am besten? Da gab es doch welche mit Giftwiderstand. Aber es sind halt alles Bonis, die man so auch ma drauf machen kann. Von dem her, glaube ich, machen wir sogar dann auf die Schuhe Bonis drauf. Das können wir eigentlich jetzt machen, komm. Oder ging das gar nicht? Nee, nur Waffenrüstung bestimmt. Da war was, das habe ich nämlich schon mal probiert. Schade. Das wäre eigentlich am besten, da gescheite Werte drauf zu haben. Da hätte ich dann nochmal kurz TP draufgehauen. Weil wir eigentlich Def haben. Was Angriff machen wir, haben wir halt nicht so viel. Ja, schon chillig hier eigentlich. Krass, sind gerade leider nicht so viele Mobs da, wie ich mir erhofft habe. Ich habe auch ein bisschen noch im Orktar gelevelt, aber schafft mal halt nur eine Gruppe. So, richtig. Wäre schon schön, wenn man da eine gescheite Equip hätte. Ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, die Waffe hier auf plus 9 zu upen, aber das lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr. Das hätte ich, wenn, dann ganz am Anfang machen müssen, aber das habe ich da natürlich nicht vermutet.
they want to be free and famous and like to keep in style. Okay. Ja, was haben wir noch? Ich sollte so langsam auch mal einen anderen Farmer anfangen, weil ich mittlerweile mit meinem... Stimmt, was ich noch erzählen kann. Ich habe jetzt endlich wieder einen Aura-FB getroppt. Juhu. Habe ich gesehen, die sind auch, glaube ich, ein bisschen im Preis gestiegen, oder? Weiß den Preis gar nicht, was genau wir da vor der Zeit war. Sind sie auf jeden Fall wieder so 9, 10 Millionen wert. Irgendwie finde ich das Lied chillig. Das könnte so eine Gameboy-Mucke sein, finde ich, aber irgendwie chillig. Ja. Achso, was gibt's gerade Neues im Itemshop? Wahrscheinlich nichts mehr. Passierscheine. Eigentlich ziemlich interessant. Die Asara. Hier. Ah, das. Das ist nur die weiße Tiger. Die brauchen wir. Wuhu. Und ein 15er Mädchen. Können wir dann auch noch machen. Komisch, hier sind eigentlich selten solche hungrige weiße Tiger. Aber okay. Mit Level 42 haben wir schon mal eine neue Rüstung, das ist doch schon mal toll, aber wir müssen doch schon mal Level 42 werden, verdammt nochmal. Ich glaube, ich muss den Char echt nochmal irgendwann leveln. Weil es einfach blöd ist. Dass wir ja mal wieder was Gescheites machen können, vorankommen. Wenn wir dann endlich mit meinem Besucher dann auch im neuen Levelplatz sind, wird es bestimmt auch in den nächsten Leveln so sein. Wenn ich dann... Ja, vielleicht habe ich auch mal ein Silberschwert. Auch vielleicht auch mal im DT, dass ich da ein Silberschwert auf plus 9 vielleicht sogar krieg. Aber ich glaube nicht, dass ich... So ein Schwert habe ich eigentlich nicht die Motivation, das jetzt extra im DT zu haben. Aber mal gucken, vielleicht habe ich doch irgendwann mal Langeweile. Dann haben wir da auf jeden Fall eine gute Waffe, um dann auch Map 2 zu leveln, zu farmen, also Steine farmen. Muss sagen, mittlerweile gefällt mir mein Sura schon richtig, aber es kann auch daran liegen, weil mir mein Dekaner halt nicht so besonders gefällt. Oh Mann, ey, wieso habe ich das nicht runtergeladen? Egal. So. ...60% schon. Wäre schön, wenn da nochmal hungrige Tiger spawnen, aber das bringt mich jetzt nicht wirklich. Stimmt. Ich weiß, dass ich irgendwann mal... ...Sura als neuen Steinbauer machen würde und einmal... ...Krieger. Ich weiß jetzt nicht mehr... was da das Beste ist. Weil es kommt natürlich drauf an, was von Equip ich gerade zur Hand habe. Sura bin ich ja nicht einigermaßen ausgestattet mit einer Rüstung plus 9, mit der 18er halt. Und der Nuller plus. Der Nuller plus 6, oder? Ja, die 0 plus 6. Aber das kann man ja auch schnell machen, in 0 Richtung plus 6 ziehen. Das ist eigentlich egal. Geht's nur noch von der Waffe ab. Vom Sura hatte ich ja. Ja, das ist ja egal. Sura-Waffen können dem Level ja auch Krieger anziehen. Ja, eigentlich würde es ja mehr Sinn machen, Krieger zu machen, oder? Ich glaube, ich mache einen Krieger. Braucht auch weniger MP. Auf jeden Fall, wenn, dann Körperkrieger natürlich. Noch kein Mentalob. Ich bin irgendwie... hab eine große Abneigung Mentalos gegenüber. Ich weiß auch nicht wieso. Komm einfach nicht so gut mit denen zurecht. Die Fertigkeiten gefallen meinem Spielstil einfach nicht. Passen nicht so dazu.
Stimmt, das kann ich eigentlich auch mal wieder Popo Wolf Seele aktivieren. Ich habe irgendwie ewig geguckt, aber kein Buch des Vergessens gefunden. Aber egal. Ach, ich hätte schon mal wieder Bock. Auf dem P-Server auch irgendwie. Aber das ist Zeitverschwendung. Weil irgendwann geht's dann auf dem P-Server eher auf den Geist und dann bereut man es, dass man die Zeit nicht lieber hier investiert hat in seine Mains. Auf dem normalen, offiziellen Server. Deshalb gucke ich natürlich, dass ich hier dran bleib. Aber vielleicht habe ich privat so nebenher mal ein bisschen mehr Zeit, dann gucken wir mal. Aber jetzt haben wir den Meeting down und ein Fertigkeitsbuch. Wuhu. Oh, da haben wir ja schon Lederstiefel. Ja, Schweinenass braucht, glaube ich, niemand. Furcht. Oh, naja, ist jetzt nicht so der Hammer. Aber okay, Moment. Normale weiße Tiger, viele normale weiße Tiger hier. Aber irgendwie habe ich es mir hier besser vorgestellt zu leveln. Gedacht, dass da voll viele Mobs auf mich gleich zukommen, weil da eigentlich einige Agros dabei sind, aber es sind schon ziemlich wenige Gruppen hier mit Kommandantinnen, fast nur normale Gruppen, dann könnte man eigentlich gleich Map 2 gehen, weil da halt schon auch mehrere Mobs sind. Was war das jetzt? Das Rote? Um den gegnerischen Mob? Egal. ...63%. Bald Level 23 und dann weiß ich schon wieder nicht mehr, wie viele Quests wir da bekommen haben. Aber ich glaube, es waren nicht so viele. Kriegen ja allgemein nicht mehr so viele. Aber naja, hab ja mittlerweile so viele Chars, da kann man immer was zeigen. Mein Schamane hat gleich 3 Kugeln voll, dann wird er bald Level 70, freue mich schon richtig. Ach ja. Okay, eigentlich geht es hier schon einigermaßen schnell, aber es liegt halt daran, dass wir einfach so einen Low-Level-Char spielen gerade. Und ja, jetzt gibt es ja einen, der hier natürlich Steine farmt. Das mache ich immer morgens. Wenn ich mal am Wochenende früh wach bin, dann ist das ziemlich lässig. Klaut einem niemand die Medians und so weiter. Also, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Macht's gut, bis dann. Tschüss.